Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und zwar, es ist Grillsaison, herrliches Wetter draußen. Und was passt besser zu einem richtig guten Fleisch? Eine tolle Beilage. Und deswegen machen wir uns heute einen italienischen Tomaten-Nudelsalat. Seid gespannt und wenden wir uns den Zutaten zu. Nun, welche Zutaten sind's denn? Also, wir brauchen Zucker, Pfeffer, Salz. Dazu frische Kräuter, dann scharfen Senf, einen Bund Lauchzwiebeln, die zwei Hauptzutaten, Pasta und Tomaten und recht viele Knoblauchzehen. Hier habe ich jetzt mal 10 Stück. Dann Olivenöl und Balsamico Bianco Weinessig. Bevor wir jetzt alles in einer Schüssel zusammenmixen, müssen wir natürlich die Zutaten erst vorbereiten. Das heißt, die Tomaten in Spalten schneiden, den Knoblauch würfeln und die Lauchzwiebeln natürlich klein schneiden. Das machen wir jetzt. Alle Zutaten sind soweit fertig und wir kümmern uns aber zuerst um das Dressing. Zuallererst geben wir 2 gestrichene Teelöffel Salz hinein. Dann einen Teelöffel Pfeffer. Weiter einen Teelöffel Zucker. 10 Esslöffel Olivenöl, 7, 10. Dann habe ich noch den Essig. Und den Knoblauch füge ich auch jetzt schon hinzu. Der gehört für mich jetzt schon mal hin dazu. Und dann schön miteinander vermengen. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, sind die 2 Esslöffel Kräuter. Die müssen hier nämlich auch hinzukommen. Hier habe ich Tiefkühlkräuter genommen. So, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Was wir fast vergessen hätten, der Teelöffel voll scharfen Senf. Der darf nicht fehlen. Es fehlen jetzt noch die letzten 3 Zutaten. Die fügen wir jetzt dem Dressing hinzu und rühren kräftig um. Einmal der große Haufen mit den Lauchzwiebeln, die Tomaten, also Tomaten waren ca. 700 Gramm und 500 Gramm Pasta. Aber die Nudeln füge ich jetzt nicht alle auf einmal hinzu, sondern ich rühre vorher schon mal um, sonst fällt mir alles nachher dahin. Ich habe jetzt alles schön durchgerührt, es ist noch Pasta übrig, ich habe nicht alles hinzugefügt.
Und nach 30 Minuten durchziehen, können wir auch schon servieren. Wir sind wieder am Ende angekommen und ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen guten Appetit beim Grillen und viel Spaß mit dieser leckeren Beilage. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.